Wir hatten heute einen Energiekonvent, in der alle wesentlichen Player von den Kommunen, der Energieversorger, der erneuerbaren Energien, der Verbände und vor allen Dingen natürlich der bayerischen Wirtschaft, die sich jetzt hier präsentiert, dabei waren und haben über die Energieversorgung der Zukunft und auch der naheliegenden Zeit in Bayern gesprochen. Mit der Energieversorgung steht es 5:05, wenn wir die Lage insgesamt in der Zukunft betrachten. Wir müssen aufpassen, dass aus den jetzigen Entwicklungen in der Ukraine und der Ausstiegsdebatte über Russland nicht am Ende ein lang angelegtes Abstiegsszenario wird. In dieser Phase ist dabei erstens falsch, aus der Atomenergie überstürzt auszusteigen. Zweitens, wir brauchen einen Beschleunigungsprozess bei Stromleitungen und erneuerbaren Energien in der Genehmigung. Drittens, erneuerbare Energien, wir wollen sie massiv voranbringen, aber wir passen auf, dass dabei Bayern nicht benachteiligt wird. Letzter Punkt, das ist das Thema Preis. Wir brauchen ein Absenken der Mehrwertsteuer beim Sprit. Wir brauchen ein deutliches Absenken der Energiesteuer. Es ist ein großer Strukturwandel, vor dem wir stehen. Der muss aber so konzipiert werden, dass die Unternehmen dann am Ende nicht Deutschland verlassen, sondern in Deutschland bleiben können. Und es muss so organisiert werden, dass nicht nur sozial jetzt schon herausgeforderte Menschen ein Problem haben, sondern auch die ganze Mittelschicht ist von dieser Energiefalle bedroht, die gesamte Mittelschicht. Und auch die müssen wir denken. Und last but not least geht es auch darum, wie Bayern insgesamt seine Standortqualität erhalten will. Deswegen werden wir uns gegen alles wenden, was eine Benachteiligung des Südens ist. Vielen Dank.